Hi ho Leute, ich begrüße euch wieder bei Crusader Kings 2. Ich gucke gerade ein bisschen doof, weil die Musik weg ist, was mich ein bisschen wundert. Aber ich denke, die kommt gleich wieder. Ich wollte aber noch etwas machen. Ja genau, ich wollte unseren Kanzler dort abziehen, weil da haben wir einen de jure Anspruch und den schon mal hier hinschicken. Weil da ist ja das ein Heiligtum und ich würde mir das gerne erobern, allein schon, weil das den Dänen richtig, richtig wehtut. Aha, nächster Ehepartner, die hat also schon zwei tote Männer. Ah, herzlichen Glückwunsch. Wer ist gerade Hofspitzel? Du bist gerade, du willst das auch verkraften. Ja, dann nehmen wir mal den nächstbesseren. Hätten wir vielleicht sogar jemanden noch besseren zur Auswahl? Nö, nicht wirklich. Intrigen aufdecken, bitte. Schwodockel. Zum Glück haben wir hier überall noch so gute Leute drin. Da geht sogar jemand noch besseres. Militärforschung. Und ich stehe hier auch mal ein, dass die keine Truppen anführen sollen. So. Will ich nochmal los? Nee, eigentlich nicht. Auch wenn Geld natürlich nett wäre. Aber ich plane eher, mich langsam wieder mit den Dänen anzulegen. Ich wollte bei dir mal einmal schauen. Die Frage ist, was könnten wir mit Dänemark alles so? Das sind ganz viele Ansprüche, die mir nicht helfen. Und das wären ganz viele de jure Ansprüche. Ist da Boten? Was ist denn das da schon, davon schon wieder? Ach, das da oben, ja. Wir haben hier nämlich noch reichlich Sachen. Die will uns de jure technisch gehören. Ich würde aber gerne, glaube ich, erstmal warten, ob wir dort einen Anspruch für bekommen, weil das wäre halt der richtig schwere Schlag, um Dänemark schon mal so richtig kaputt zu machen. Und ich hoffe ja, dass das ein bisschen bricht und dann wir die einzelnen Stückchen irgendwie bekommen, angreifen können. Vielleicht können wir dich auch ermorden. Wir gucken mal. Ja, die scheint recht beliebt zu sein, wenn wir nur auf so wenig Prozente kommen. Oder wir sind einfach nur nicht wirklich mächtig dort. Es gibt schon einige, die hier auf 4 Punkte kommen könnten. Oh ja. Du wärst interessant, aber... Er mag uns schon und sie auch. Das wird also wohl kaum reichen. Nee, leider nicht. Aber ich hatte hier noch ein paar andere gesehen, die interessant wären. Du eher nicht. Dich könnte man probieren. Na, dich haben wir schon eingeladen, okay. Dich kann man probieren mit ein bisschen Geld noch. Nee, du bist doch so schon bei Geld. Schade. Den hatten wir für irgendwas wohl schon bestochen. Einen von euch beiden hatte ich eingeladen, und zwar den oberen. Nein! Verdammt, das reicht nicht. Da kommen wir nicht auf genug Punkte. Wahrscheinlich können wir nicht auf so viele kommen, weil er nicht bei uns am Hof ist oder so. Da haben wir auch kaum eine Chance. Du wärst noch interessant. Und ich glaube, dass es bei dir auch nicht klappen wird. Nee, leider nicht. Und bei mir im Hof werde ich wahrscheinlich kaum Leute einladen können, oder? Ja, du hast einfach nichts zu melden. Wie wär's, wenn ich so jemanden hier frage? Ja, leider alles nicht dabei. Da will sich jemand aufmachen, Dinge zu erobern. Bitteschön. Wir haben 66%. Die meisten mögen uns durchaus, aber mögen sie halt noch mehr. Ah, der möchte jetzt auch noch mitmachen. Nehmen wir gerne. Warten wir einfach mal ein bisschen ab. Aha, du willst dich verschwören. Was willst du jetzt mal bitte schon nicht mehr? Dankeschön. Stoppel, was ist das denn?
Interessante Frage, ob wir nicht irgendwann hier drumherum ein bisschen was angreifen könnten. Weil es ginge, weil man könnte hier prinzipiell Eroberung sagen. Wobei die gerade auch mit irgendjemandem im Krieg sind. Krieg um Friesland. Aha, das heißt, man könnte sich da eine Schnelle. Wir wollen uns lieber auf das konzentrieren, was hier wichtig ist. Nämlich das Dänemark. Und da ist genau das, was ich haben wollte. Kostet mich ein bisschen Prestige und ein bisschen Ansehen. Gucken wir vorher nochmal die Statistik. Wir sind bei 19.000. Dänemark ist bei 12. Sieht also soweit gut aus. Wird ein harter Kampf. Aber verletzt sie halt mittendrin. Und wir könnten uns direkt schon die nächste Insel als Ziel nehmen. Wie sieht es hier eigentlich aus? Wir könnten auch noch das Gefolge aufstocken. Das wird jetzt im Kampf natürlich noch nicht wirklich viel können. Aber wäre halt schon mal eine Option. Wir sammeln uns mal dort. Und ihr sammelt euch mal hier. Dann kann man da ein bisschen belagern. Da haben wir leider keine Truppen mehr, nachdem uns das von den alten Engländern abgenommen wurde. Hier können wir uns die Leute direkt nochmal zusammenfassen. Solange sie noch nicht losgerannt sind, kostet mich das ja keine Bewegung, aber sorgt dafür, dass wir ein paar mehr auf einem Fleck haben. Euch kriegen wir ein Schiff und ich glaube, bei euch ist immer noch das Problem, dass wir nicht genug Schiffe haben, oder? Ja. Und ich kann hier, glaube ich, Schlosswerft doch. Das Geld investiere ich jetzt, dass wir das Ding endlich mal ausbauen. Und dann versuchen wir da mal direkt daneben was zu erobern, wenn wir da schon sind. Mir scheint, die sind auch mit irgendjemand anders noch im Krieg, oder? Sächsisch Willgrad, ja, die sind da irgendwo und haben ihre Truppen nur noch anderweitig im Einsatz. Und wir haben direkt mal 5000 Mann, die bis dahin durchmarschieren. Dann muss er nämlich von da an mit Schiffen arbeiten, um irgendwo zu mir hinzukommen. Oh ja, er belagert da gerade. Aber wir können das versuchen. Ja, jetzt kommt er dahin, schade. Ich renne einfach mal irgendwie ins andere Ende Europas. Vielleicht ist er so doof und kommt hinterher. Schade, er kriegt mich. Yeah. Zu spät gesehen. Schade, schade, Schokolade. Wir nehmen die 4000 Mann hier mal zum Erobern anderer Gebiete und splitten die da dann gleich auf. Und schicken euch mal dort mit hin. Genauso wie euch. Dürften wir darauf genug kommen. Und da hier keine Gegenwehr kommt, heißt es direkt dahin. Ja, und da haben wir ein Stückchen verloren und die Vasallen schreien natürlich schon wieder, war ja klar. Hier dürften wir versuchen, bis dahin zu laufen. Vielleicht kommt er ja durch. So, hier splitten wir. Zu zwei 2000er Gruppen dürften wir in der Lage sein zu erobern. Ihr geht mal dorthin, dann erwischt ihr die nämlich auch direkt für ein bisschen Gemosche. Oh, und da, wie ihr hofft, macht sich etwas unabhängig. Damit sind wir nominell auch im Kampf. Die werden aber wahrscheinlich gleich sich sammeln und auf Dänemark gehen, wenn sie es können. Und wir gehen mal bis dahin durch. Dann sollen die sich damit ihren 1600 Mann sammeln. Und fahren per Boot irgendwo hin. Bitteschön. Da ist jemand zum Nordischen konvertiert. Auch gut. Und hier haben wir gleich noch mehr Leute da, sodass wir ein riesiges Heer hierfür haben. Falls er mit seinen 5000 Mann auf die Idee kommt, mir in die Quere zu kommen. Und kommt er noch ein bisschen hinterher. Die Pfeiler des Geländers von den Balkonen durch... Ah, das ist quasi unser Intrigenplan, denke ich mal. Ja. Mal sehen, ob das Ganze funktioniert. Oh, ja, wir wurden entdeckt. War ja irgendwie klar. Vielleicht kriegen wir auch noch den einen oder anderen Verstärker mittlerweile, ja. Ich meine, sie ist jetzt sowieso heillos enttäuscht von mir. Weil leider ist sie bei ihrem Volk wohl beliebt. Ja, wütend, intriganter... Hunter Bastard. Ist ja eine schöne Einsichtstellung. Es kann sein, dass sie dieser intrigante Bastard ist, aber es kann auch sein, dass wir das sind. Und ja, da kommt die Fehlschlagmeldung. Hier geht mal direkt ein Stück weiter.
Ja, direkt den nächsten Plan. Mal sehen, ob das funktioniert. Wir sammeln uns doch mal wieder da. Ja, 2000 Mann hat. Sie ist dem Hinterhalt entkommen. Schade aber auch. Hunger brennt, so, so. Wir erobern hier mal durchaus weiter. Mit der Zahl wird erobern wir nämlich doch recht schnell. Und unser Seher ist leider verreckt, aber wir haben hier einen guten Ersatz. Kulturforschung, mein Freund. Ihr werdet mal eine Armee, das habe ich ganz verpeilt. Hinten scheint es auch wenig Gegenwehr zu geben. Sehr gut, das heißt, das haben wir auch bald. Da sind 1000. Ah, schade, wir hatten keinen Erfolg. Doch, wir hatten Erfolg. Oh, falsch gelesen. Wir hatten Erfolg, sie ist tot. Und jetzt hat hier jemand die Nachfolge und einen Haufen Krieger an der Backe. Und wir können direkt mal weiter basteln. Denn ich denke, der dürfte jetzt viele Feinde haben. Auch wenn es wenig Leute an seinem Hof gibt, die irgendwie ansatzweise Macht haben. Weil ein guter Teil hier ja auch, das revoltiert ja scheinbar auch gerade. Oh, aber der mag mich und der ist bei ihm wichtig, ist wahrscheinlich entweder der Hofspitze oder sowas. Wobei sich das jetzt kurz nach seiner Regierungsantritt natürlich auch schnell wieder ändern kann. Aber wir werkeln mal, je mehr wir den umbringen, umso mehr Probleme wird er intern haben. Und umso mehr stehen unsere Chancen, dass vielleicht eins der Reiche die Unabhängigkeit schafft. Und wir es danach dazu bringen können, sich uns anzuschließen. Wir könnten auch sagen, dass bei wem gehört, das sind die Truppen von Skane, ja. Dem können wir momentan leider nicht helfen, aber wenn wir gegen Dänemark gewonnen haben, was ich hoffentlich schaffen werde, dann könnten wir dem anbieten, dass wir ihm im Krieg helfen. Dünen, Düngergrube und... Oh. Ja, mir scheint, der kriegt ganz schön schnell auf die Schnauze. 6% haben wir, ist jetzt noch nicht so viel, aber dürfte bald schneller gehen. Denn hier heißt jetzt eine Kirche erobern, das geht sehr schnell. Wir haben noch einen Anspruch, ja, nehme ich gerne, auch wenn es dauert, bis wir den nutzen können. Das sind auch Truppen von Skane. Gegen die gehen wir mal nicht, ne? Wir machen hier einfach mal oben weiter. Ansprüche, die ich mit der Zeit noch brauche. Hatte Erfolg, sehr schön. Ich sehe den in einem lauten Knall. Und hier haben wir jetzt ein Kind an der Macht. Wir könnten direkt gleich weitermachen. Dann haben wir hat danach ein Mädchen die Kontrolle. Aha. Dann schauen wir doch mal, ob hier wieder so mächtige Leute mitmachen. Der jetzt hier zum Beispiel wieder. Steht wahrscheinlich immer noch in der gleichen Position. Und keiner von den Herrschenden dort, die... Nee, den brauchen wir nicht fragen. Den haben wir schon gefragt, der den König verteidigen will. Den Neuen hat irgendwas davon mitbekommen. Sodass die dem wahrscheinlich weiter vertrauen. Dem Bürgermeister Styrbjörn von Norge und Hofspitzel von Dänemark, ja, der ist die Styrbjörn. Das ist eine ganz intrigante Sau und arbeitet eigentlich gegen seinen Herrscher und keiner merkt's. Finde ich gut, hehehe. Das heißt, hier wieder die ganzen kleinen Leute durchgehen. 2% lohnt sich zwar eigentlich kaum einzuladen, aber ich mach's einfach mal trotzdem. Man weiß ja nie, was passiert. Sonst noch jemand über? Ich glaube, wir hatten sie jetzt alle. Ja. Ich wollte mal schauen, bei uns die Fraktionen sind alle nicht so besonders bedeutend. Du bist nicht so zufrieden mit mir. Auch immer noch, weil ich einen weiblichen Nachfolger habe. Und ich glaube, da war noch Aufgebote ausgehoben. Ja, da kann ich jetzt gar nichts machen. Das wird aber mit der Zeit wieder besser werden. Da stimmen Haufen Leute zu. Wir haben das nächste... Ah, wir haben da oben ein Stück erobert. Das ist die Frage. Ja, wir können... Dahin, das gehört auch noch nominell zu Dänemark. Sonst haben wir nämlich, und sonst müssten wir nämlich bis ganz da oben, wo sich auch ein Teil losgesagt hat. Hier haben wir noch was erobert, ja. Die Städte gehen zum Glück wirklich schnell. Auch wenn ich glaube, dass der uns da nicht so leicht... Aha, welche Leute gefangen noch nicht so leicht nachgeben wird. Doch, Forderung erzwingen funktioniert schon. Sehr schön. Fujing.
Habt ihr erst noch was erobert? Ja, er stimmt zu. Finde ich super. Es ist zwar nominell meine Domäne wieder zu groß, aber ich versuche einfach mal, das zu halten. Ihr geht wieder nach Hause. Genauso wie ihr. Das da unten ist unser Gefolge. Und ich wollte jetzt mal fragen, ob wir dem hier... Was würde denn passieren? Hält König von Dänemark. Ja, das finde ich ja nicht so gut. Das will ich eigentlich gar nicht unbedingt. Und dem können wir leider nicht unterstützen. Und das hat sich gerade wieder eingegliedert. Und wenn ich den unterstütze, dann hat das nur zur Folge, dass dadurch Dänemark, dass er danach Dänemark kontrolliert. Dann könnten wir lieber den de jure Anspruch hier durchsetzen und versuchen, ihn klein zu bügeln, bevor er den Krieg verliert, weil ohne unsere Stützung wird er den ziemlich sicher verlieren. So, direkt mal da reinmarschieren. Und schauen, wo wir hier vielleicht noch was bekommen. Ja, sehr schön. Hier geht einfach mal... Ah, wir scheinen sogar beides zu beanspruchen. Ich dachte, wir würden nur eins von beiden bekommen. Oh ja, das gibt noch Truppen. Damit wandern wir auch mal bis dahin. Da wandern wir mal bis dahin. Und hier probieren wir einfach mal, wenn ich die hier mitnehme. Das sind gar nicht mehr so viele wie vorher mal. Wir ziehen die einfach mal bis dahin durch. Dann sehen wir nämlich, was hier so ist. Da hat er 2000 Mann. Ja, dann können wir das vergessen. Dann könnt ihr wieder nach Hause gehen. 3000 Mann. Aber da er dafür an uns vorbei muss, sehen wir immer, wenn er kommt. Kommt mir also entgegen. Und wir haben einen Sohn. Ja. Sehr gut. Happy. Ganz wichtig, sichert unsere komplette Abfolge. Und ich brauche mein schlaues Heftchen, denn wir haben ja reichlich Namen. Welchen hätte ich denn gerne? Warum stehen ja eigentlich einige mehrfach drauf? Ungefähr, habe ich wahrscheinlich nicht aufgepasst beim Aufschreiben. Ich kann mich nicht entscheiden. Ach, wir machen noch was Einfaches. Sven, finde ich ein schöner Name. Und, ja, Zulfrikson, genau. Guck mal da oben, dann sehe ich auch, was ich tippe. Ulfrikson, so. Nehmen wir Sven, ist ein guter, solider Name. Wird heutzutage im deutschsprachigen Raum ja auch noch mal verwendet. Und wir haben auch scheinbar gleichzeitig noch eine Tochter bekommen. Das heißt, wir haben Zwillinge. Da nehmen wir mal den hier. Estrid. Nicht zu verwechseln mit dem Estrich, das ist was anderes. Aber da braucht man auf dem Bau. Jetzt die Frage, wenn wir da mal schauen, ist Kind einer Konkubine? Ja, ist ärgerlich. Aber wir können unsere Konkubinen jetzt entlassen. Denn wir haben jetzt ja ein Kind, das reicht ja. Und können neue Ambitionen... Und ich glaube fast, wir nehmen das Reichtum, denn das kann ich danach, wenn wir mit dem Krieg fertig sind, durch Plündern bekommen. Und so viel wie da kommt, könnt ihr mal direkt woanders hingehen. So, gefährliche Fraktion. Wer von euch ist denn so gefährlich? Ich sind alle nur ganz kleine Prozente. Und damit ist die Fraktion schon beendet. Aha. Da sehe ich, was von denen kommt. Die sind bisher nur mit Dänemark am Prügeln. Dann möchte ich von hier gerne noch was mit darunter ziehen, denn da kommt noch mehr. Aber ich habe ein bisschen Schiss um die, weil wenn seine Truppen kommen, kommen die dort an. Und schon wieder eine gefährliche Fraktion. Das war ja so klar. Ah, und du hast noch ein bisschen mehr Mannsstärke dahinter jetzt. Schicken wir da mal ein Geschenk.
da auch. Will ich zwar echt nicht, weil wegen Geld, aber... So gehen wir auf Nummer sicher. Oh, da kommt es zu einem Kampf, aber da kommen gleich auch noch Truppen mit rein. Unser Seher ist schon wieder gestorben. Was machen die denn da die ganze Zeit? Kulturforschung bitte, danke. Dort haben sie gewonnen. Sehr nett. Bitte einfach weiter dahin. Das reicht mir schon. Man sieht, wir haben hier gleich schon das erste Stückchen erobert. Wir sind krank. Krank ist immer uncool. Vor allem, solange unser Sohn noch so jung ist. Wir haben eigentlich noch ein paar Jahre, die ich überleben sollte. Hoffentlich. Könnten wir wohl gebrauchen. Es verließ. Soll mir recht sein. Jetzt darum, dass wir die Dinger hier recht schnell erobern müssen. Das dauert aber leider auch recht lange. Da doch nur recht wenig Prozent zusammenbekommen. Aber so erobern wir das halt in vielen Gebieten gleichzeitig, was ich recht wertvoll finde. Was insgesamt den Krieg schneller macht. Vielleicht sind noch Truppen, die man dazu holen könnte. Ich glaube nicht wirklich. Ich muss nur aufpassen, wenn da irgendwo was herkommt. Schlosswerft dort fertig geworden. Sehr gut. Erst verorten. Wir halten wahrscheinlich bei Gelegenheit mal Blurred ab. Dann werden wir die auch alle wieder los. Da wollte er irgendwo anlanden. Ist ja nicht viel draus geworden. Zwillis, sehr schön. Du bist nicht zufällig bereit, das schon klein Bein zu geben, oder? Komm schon, du Weichei. Ja, das werden wir dir gleich schon noch zeigen, du Held. Das kontrollieren wir komplett. Dann gehen wir mal dahin, oder? Groß ist das ja, wir arbeiten ja, wir gucken erstmal, dass wir das hier komplett erobern. Sicher ist sicher. Ah, da kämpfen jetzt die untereinander gegeneinander, wie auch immer. Und wir erobern hier Stück für Stück. Zwei Siege wieder. Was ist das für Truppen? Ja, er will jetzt wahrscheinlich sich mir entgegenstellen. Und das schafft er so gesehen auch, aber nicht lange. Und dann gehen wir direkt wieder hinterher. Und verdreschen da auch noch den Rest seiner Truppen. Und haben damit 100%. Sehr schön. Forderung erzwingen. Ja, was? Warum? Ach, wir haben das beansprucht. Ich dachte, wir hätten das hier beansprucht. Nee, ihr habt als Ziel schon bitte schön das, denn ich würde... Und ihr braucht eigentlich gar nicht... Ihr könnt, ich möchte nämlich meine Garnison gleich wieder daher haben. Ah, sehr schön. Beträge funktioniert. Denn mein Plan ist es jetzt zu plündern gleich. Schade, Verschwörung wurde aufgedeckt und nicht funktioniert. Schade, schade, Schokolade. Und wir haben unseren Marschall verloren. Und der Mann war eigentlich sehr gut. Der Militär forscht mal weiter und wir haben viel zu viele Gebiete. Wir bräuchten mal die hier Landtitel bewähren. Das gebe ich gerne ab, weil das brauchen wir nicht wirklich. Oh, da hat sich noch was losgesagt. Da könnten wir ja fast... Na, können wir eben nicht... Weil sie kämpft hier... Ja... Es geht dann immer darum, komplett darum, wer den Königstitel von Dänemark bekommt. Das hilft mir ja nicht wirklich. Wobei ich hier an sich... Die Jura-Anspruch auf Gotland wäre drin, ja. So viel zum Thema. Ich möchte, wobei ich werde... Ich immer noch hinschicken. Und hier unsere Leute alle komplett zum Plündern schicken. Warum bist du denn inhaftiert? Hm. Aus irgendeinem Grund sind die inhaftiert. Tja. Wir sammeln da auf jeden Fall auch mal ein bisschen was an Soldaten, die für uns den Krieg in Gotland führen, denn da ist ja nun mal nicht mehr so viel Gegenwehr. Habe ich jetzt auch nicht so viel Schiss vor. Und gleichzeitig sammeln wir hier eine große Rotte Schiffe.
mich die mal bitte. Wie viel würde da denn reinpassen? Ja, das reicht mir dicke. So viel brauchen wir jetzt nicht zwangsweise. Und fangen damit mal direkt bis dahin, weil sowas wie Pisa ist nominell unabhängig. Das heißt, da können wir sehr gut plündern. Und hier heißt es ein bisschen sammeln. Und dann hat sie da 400 Mann. Das probieren wir einfach mal. Das ist zwar eine Seeanlandung, was Riskantes. Und unsere Moral war nicht die beste, aber wir haben direkt einen Sieg. Und damit die Leute ins Meer getrieben. Und da eine Verschwörung beendet. Sehr schön. Die Schiffe könnte ich jetzt auch noch zum Plündern mehr mitnehmen. Hilft mir aber nicht wirklich. Und ich habe vergessen einzustellen, dass die Leute hier überhaupt plündern sollen. Klassisch. Sehr schön. Wieder ein Plan. Bitte einmal an Land gehen. Kann ich das da aktivieren? Nee, kann ich nicht. Na toll. Das war großartig. Aus dem befreundeten Gebiet. Ja, also einmal wieder zurückfahren bis nach hier oben. Da können wir das. Das war ein Fehlschlag. Ha. Hier sind überall noch die dänischen Truppen irgendwo aktiv, aber was will man machen? Wir könnten sonst noch den einen oder anderen Anruf vielleicht ausheben. Ja, aber da haben wir keine Schiffe. Das ist doof. Das will ich nicht. Da haben wir auch keine Schiffe. Finnland hatten wir schon geguckt. Ist jetzt zwar nicht so die Welt, aber sorgt dafür, dass es ein bisschen schneller geht. Anspruch durchsetzen. Nein, wir nehmen jetzt mal die Pietät, denn wir haben noch einen gültigen Anspruch für den nächsten Krieg, falls ich den brauche. Und dich lassen wir verrotten. So, Jungs. Plündermodus und ab ins Schiff. Und dann nochmal das Ganze, bitte. War mal wieder meine Töffeligkeit. So, hier unten. An Land. Das ist wahrscheinlich noch mal die gleichen. Sehe ich das richtig? Ja. An Land. 900 Mann an Land. Ne, waren 500 waren neu. Und nochmal 300 an Land. Das müsste alles sein. So, ihr könnt euch dort lagern. Da wird jemand per Pfeilkampf. Wir können mal bei unseren Trinke schauen. Wir haben schon unheimlich viel Prozent, so ist es ja nicht. Das wird vielleicht noch jemand dazu holen. Hier dürfte es jetzt deutlich schneller gehen mit 6,6%. Ja, sehr schön. Und irgendwann dürfte unser Schiff mal dort ankommen. Wir waren erfolgreich. Sehr schön. Gut, aber schlecht. Wir wurden wahrscheinlich aufgedeckt. Naja, dafür ist jetzt hier ein kleines Mädchen an der Macht. Ohne wirklichen Einfluss. Das heißt, das dürfte recht gut funktionieren. Dass die herzlich wenig kann. Und da ist unser Schiff. Yay. Und ja, heute wird wieder ein kleines bisschen überzogen. Weil ich gleich noch den Überblick machen will. Aber ich will das mit dem Plündern jetzt anfangen. Sonst vergesse ich das bis zum nächsten Mal. Ja, Kulturtechnologie nehme ich gerne. Erste Eroberung. Gibst du klein bei? Ja. Norwegen gewann direkt. Sehr schön. Und damit gehört das direkt uns. Das heißt, wir können das wieder einem Vasallen irgendwo geben. Dem ich genug mag, aber sonst nichts Wichtiges zu sagen hat. Ein Gotland selbst brauche ich nicht halten, aber hat uns noch ein Stück Dänemark eingebracht. Wir kommen also voran. Wie sieht's bei dir jetzt eigentlich aus? Du magst mich mittlerweile so gar nicht. Würdest aber das Geld schlucken. Magst mich dann aber immer noch nicht genug. Schade. Schade, schade, Schokolade. Dann heißt's hier mal noch ein bisschen weiter plündern. Bis wir Pisa leer haben. Und ich glaube, nee, ich mache jetzt noch ein bisschen länger. Ich will das heute noch machen. Will aber hiernach nicht noch ein Part anfangen. Und da bisher nur die Bestätigung kam, ihr freut euch darüber, wenn es bei Crusader Kings 2 Überlänge gibt, bleibe ich mal dabei. Die Frage ist jetzt, du gehörst wahrscheinlich zu Italien, oder? Ja, mit denen brauchen wir uns nicht anlegen.
Wobei doch, da können wir uns das anlegen. Da können die nämlich nicht so viel. Da können wir plündern, auch wenn das nicht so viel bringt. Hoffen Leute sterben und alles mögliche. Blub. Und ich möchte gerne auf einen Schlag genug bekommen, dass wir die Reichtumsbedingung erfüllen. Einfach weil wir dadurch dann, ja, einen Haufen Geld, gleich Verwaltung bekommen und halt den Haufen Geld zur Verfügung haben. Und wir brauchen dafür auch nicht mehr viel, sehe ich gerade schon. Das heißt, wir können das jetzt einfach... Boah, kostet mich unheimlich viel. Ne, wir nehmen die Pietät. Das war wahrscheinlich der Anspruch aufs Herzogtum. Der hätte sich also durchaus gelohnt, aber ich will jetzt ja die Pietät, das Geld haben. Das heißt, verrotte. Wie sieht's bei uns denn so mit Blurt aus? Blurt gibt's scheinbar gar nicht mehr. Hm, komisch. Wahrscheinlich geht's gerade nicht, weil wir eh Truppen ausgehoben haben oder irgendwie sowas. Oder wir müssen das bestimmtes Alter dafür haben. Irgendwelche Gründe gibt's garantiert. Ja, und dann haben wir nämlich Reichtum angehäuft, haben davon noch ein bisschen Prestige mitgenommen, was ganz nett ist. Also man muss sagen, wir sind doch schon, was Prestige angeht, ziemlich gesegnet. Und können uns jetzt um die nächste kümmern. Und ich glaube, da nehmen wir direkt erst Bildung. Den erfüllen wir nämlich schneller und hilft uns allgemein beim Forschen weiter. Könnten sie in der Adligen schon mal, machen wir auch, können wir wohl gebrauchen. Kam durch die Punkte, die wir da eingekauft haben, denke ich mal. Und dann gibt es jetzt so langsam zu Ende wie immer noch eine kleine Übersicht. Die hier oben sind immer noch unabhängig. Da könnte man ja mal schon mal fürs nächste Mal den Krieg vorbereiten. Und dann einfach mal mit allem Mann schon mal planen, da einzumarschieren hier hinten. Die laufen da zwar ein bisschen, aber... Da gibt's nichts, da gibt's aber noch was. Da gibt's da aber wahrscheinlich nichts mehr. Das Schöne ist, das ist so gesehen nur ein einziges Gebiet. Das heißt, das müsste sich auch wieder recht zügig erobern lassen. Und da es in dem Gebiet sogar nichts gibt, brauchen wir nur das eine Grafschaftshauptstadt, was ein Dorf ist, erobern. Und dann haben wir das. Da geht's zur nächsten Weiter. Aber kommen wir zur Übersicht. Perm hat sich... und Gadeschki und... Was ist das? Kutschenken. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt historisch nicht, woraus Russland da entstanden ist oder was da so zu der Zeit übliches an großen Reichen gab. Die Seljuken, die wir ja vorhin irgendwann hier unten schon gemeldet bekommen haben, die haben sich hier mittlerweile ganz schön ausgebaut. Seljuke. Ich mal sehen, wie weit der da kommen wird. Byzanz hat hier irgendwie gefühlt ein bisschen verloren, das Kaiserreich. An die Seljuken hier oben. Ungarn hat da witzigerweise noch was. Polen und Ungarn sind auch recht stabil. Litauen gibt es. Ja gut, Byzanz hat dafür das hier unten noch. Die hier sind recht stabil, was natürlich für uns eher uncool ist. Das hier ist interessant, weil es ganz viel Gebröckel gibt. Aber man sieht hier ganz viele Wappen der Araber. Also die Christen halten sich da kaum dagegen. Westfranken ist zerfallen, Ostfranken ist zerfallen und alles dazwischen. Italien gibt es, was ich sehr cool finde. Venedig hat sich mittlerweile einiges hier geholt. Also das wird zu einem mächtigen Stadtstaat. Der Doge da macht sich nicht schlecht. Ja, und hier in Brücken ist das. England gibt es halt immer noch. Wo hat sich das gerade? Wales ist noch unabhängig. Und hier unten, das gehört ja nominell, glaube ich, auch zu Wales. Kann das sein? Ja, das ist nämlich nominell auch Teil von Wales. Da arbeitet der noch dran, der Engländer. Und wir müssen uns das hier oben irgendwann auf jeden Fall zurückholen. Problem ist nur, militärtechnisch Byzanz unheimlich weit vorne, ja. Das Arabische Reich, ja, Persien sowas. England ist aber auch unheimlich mächtig, ist von den Bereichen hier das mächtigste. Und dann kommen netterweise schon wir und nach uns Ungarn, die scheinbar auch etwas, ja, tengrisch-ungarisch. Tengrisch ist, glaube ich, die Religion. Ist auf jeden Fall auch was, ja, wie sage ich das jetzt? Weißt du, nordisch angehaucht ist nicht die richtige Schrift, aber halt auch sowas, was man in den Bereich Heidentum einordnet, also so Naturglaube, wahrscheinlich sogar ein bisschen ähnlich zu dem, was wir haben. Auch wenn jetzt das Arabische Reich angezeigt wird, vielleicht darauf gehe, aber ein bisschen witziger Fehler. Ja, wie ihr seht, damit, so sieht's auf der Weltpolitikkarte aus. Damit machen wir Schluss für heute. Beim nächsten Mal aber kämpfen wir dort weiter und erobern das vielleicht noch. Also wir kriegen gerade gut was voran. Man kann ja aus einzelner Neugier gerade noch schauen. Für Skandinavien haben wir 45, wie viel bräuchten wir? Was wahrscheinlich sowas um die 60. Werden wir wahrscheinlich haben müssen, irgendwie sowas um den Dreh.
haben 65% jetzt. Also da fehlt noch ein bisschen was. Einen arbeiten wir gerade dann und dann bei den anderen Leuten mal weiterschauen, was wir bekommen können. Interessant ist, das hier gehört auch dazu. Du gehörst aber leider zu Lothrien. Das ist nicht unbedingt so. Naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall sehen wir uns dann damit morgen wieder. Bis dann, Leute. Macht's gut.